Cesar van Everdingen war ein außergewöhnlicher Künstler in einer an herausragenden und außergewöhnlichen Künstlern sicherlich nicht armen Epoche. Und dieses Außergewöhnliche seiner Kunst zeigt sich vielleicht am besten darin, dass viele seiner Werke in der Vergangenheit für Arbeiten des französischen Klassizismus des 18. Jahrhunderts gehalten wurden. Und das, obwohl er eigentlich ein Zeitgenosse Rembrandts, also ein Künstler des holländischen 17. Jahrhunderts war. Er war seiner Zeit also weit voraus und seine Werke haben heute auch noch etwas eminent Modernes. Das gilt auch für das Gemälde, das wir in der kommenden Altmeisterauktion bei Lempertz versteigern werden. Dieses Gemälde, um 1650-55 datiert, zeigt eine junge Frau mit einem merkwürdigen Hut, die an einer Brüstung oder an einem Zaun lehnt. Wir haben lange gerätselt, was diese Figur eigentlich darstellt, haben Theorien entwickelt und dann wieder verworfen und sind aber am Schluss zur Überzeugung gekommen, dass es sich um eine junge Bäuerin handelt. Das legen zumindest Vergleichsabbildungen in der holländischen Grafik dieser Zeit nahe. Der Hingucker dieses Gemäldes ist aber sicherlich nicht nur der Hut, sondern das freizügig oder auch offenherzig zur Schau gestellte Dekolleté dieser jungen Bäuerin. In dieser Hinsicht hat unser Gemälde sicherlich eine sehr erotische Konnotation. Eine solche Darstellung des Dekolletés findet man in Bildern von jungen Schäferinnen und von jungen Kurtisanen, die in dieser Zeit in Holland sehr beliebt waren. Insofern könnte man bei unserer jungen Bäuerin vielleicht davon sprechen, dass es sich um eine Schwester dieser Kurtisanen und Schäferinnen handelt. Ein Aspekt, mit dem sich die Forschung bei unserem Gemälde befasst hat, ist die Frage, ob es sich vielleicht um ein Deckengemälde handeln könnte oder um ein Supraporte, also ein Gemälde, das über einer Tür hing, und zwar deshalb, weil es gar keinen Hintergrund gibt und im Hintergrund nur ein Himmel mit Wolken zu sehen ist. Dazu muss man zum einen sagen, dass Cesar van Everdingen ein Künstler war, der in all seinen Bildern den Standpunkt des Betrachters sehr genau berücksichtigt hat und in seine Bildkonzeption mit hat einfließen lassen. Das sieht man etwa an einem Gemälde wie dem wunderbaren Werk in der Gemäldegalerie Alter Meister in Dresden. Zum anderen muss man dazu sagen, dass wir aus zeitgenössischen Bildquellen wissen, dass Gemälde in holländischen Räumen zuweilen sehr hoch hingen, sodass man bei unserem Gemälde nicht unbedingt davon ausgehen muss, dass es ein Supraporte oder gar ein Deckengemälde war. Ich hatte gesagt, dass Cesar van Everdingen ein Künstler ist, der etwas eminent Modernes in seinen Werken hat. Und wir haben dieses Gemälde, das wir jetzt in der Auktion haben, eine Zeit lang in unserer Galerie ausgestellt, haben zu unserer Freude festgestellt, dass auch Sammler zeitgenössischer Kunst begeistert davon sind. Gerade diese Tatsache, dass er sehr unzeitgemäß war, hat aber auch dazu geführt, dass er lange Zeit verkannt worden ist und ein wenig auch vergessen worden ist. Das hat sich zum Glück in den letzten Jahren geändert und das wird sich weiterhin ändern, weil nächstes Jahr 2016 sein Geburtstag sich zum 400. Mal jährt. Das Stedelijk-Museum in Alkmaar, seiner Heimatstadt, wird eine Retrospektive ausrichten. Für diese Retrospektive ist unser Gemälde auch angefragt worden und wir hoffen, dass egal, wer der neue glückliche Eigentümer dieses Gemäldes sein wird, dass er dieser Leihanfrage des Museums zustimmen wird.